Falsche Taste. Moin Moin, hallo, herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir machen weiterhin das Wasteland sicher und sind zurückgekehrt am Ende der letzten Folge hier nach Sanctuary Hills. Und ich zeige euch mal ganz kurz, falls ihr nicht mehr wisst, was hier Phase ist, wo wir zuletzt stehen geblieben waren. Wir haben eine Quest verfolgt und zwar diese hier, der erste Schritt. Das müssen wir machen, um eine Siedlung und zwar... Diese hier, Ten Pines Bluff, davon zu überzeugen, sich den Minuteman anzuschließen. Dafür müssen wir hier unten die Raider platt machen. Wir haben uns auf dem Weg da aber ganz schön Zeit gelassen und einen super duper Markt gesäubert und andere Schergen noch gestellt und sind jetzt hier wieder zurück nach Sanctuary, um einmal unser Inventory aufzuräumen, unsere Power Armor hier zum einen in einem herrlichen Vault Blau zu streichen und aber auch zu reparieren, denn die war doch ein bisschen mitgenommen. Und jetzt werden wir gleich wieder losziehen. Ich kann ja noch mal kurz hier diese Öl... Ach doch, da ist sie doch. Diese Ölkanne noch einmal kurz hier scrappen. Denn Öl ist immer wichtig. So, wir könnten jetzt hier noch fleißig rumbauen. Wir haben ja auch die Quest, dass wir hier was machen. Wir haben eigentlich alles erfüllt. Wir haben das Essen hier angebaut. Wir haben Wasser und wir haben Schutz und Betten. Das heißt, diese Siedlung ist erstmal happy mit allem, hoffentlich. Und werden jetzt einfach wieder... Oh, wir können auch... Warte mal, oder wisst ihr was? Wie spät ist es denn? Es ist ja tieffinstere Nacht. Vielleicht sollten wir in unserem alten... Oh, das hat was Weirdes irgendwie, oder? Das ist unser altes Haus. Und hier haben wir gelebt. Hier sind noch so Sachen und so. Und das ist das alte Zimmer von unserem Sohnemann. Und jetzt könnten wir hier einfach schlafen. Ah ne, da schlafen andere. Fremde Leute schlafen in meinem Haus. Ja, gut, dann lass... Ey, was ist mit dem Hund? Der ver... Ich wollte eigentlich die Nacht noch überbrücken, damit wir nicht nachts... Aber es ist auch egal. Der Morgen wird irgendwann kommen. Die Betten sind alle besetzt. Ich müsste jetzt hier noch irgendwo ein Bett hinstellen. Hier könnte ich pennen. Ist es besetzt? Nö. Und dann schlafen wir. Es ist 2.07 Uhr. Dann schlafen wir so bis um 5 Uhr. Und dann machen wir eine Schnellreise. Jetzt sind wir nämlich auch ein bisschen ausgeruht. Jetzt bekommen wir, glaube ich, auch mehr Experience Points. Jetzt ist es zwar immer noch dunkel, aber das ist schon die blaue Stunde, oder wie man es nennt. Jetzt reisen wir und dann vergeht ja auch wieder ein bisschen Zeit. Und zwar reisen wir hier hin. Ah, ja, erstmal in die Power Armor schlüpfen. Die nehmen wir natürlich mit. Tut uns gute Dienste leisten. Willst du später nachmodden oder im Original bleiben? Nö, wenn coole Mods kommen, werde ich auch modden. Auf jeden Fall. Das ist nur jetzt natürlich seit dem Next-Gen-Update nicht der Fall. So, da reisen wir hin und dann räuchern wir die Raider aus. Gibt es den Bug noch, dass wenn man Sachen auf den Boden wirft und zerlegt, das maximale Baulimit erhöht wird? Weiß ich nicht, Blumenkohlpizza, ob es das noch gibt. Aber ich habe den durch Zufall für mich selber entdeckt, ohne das irgendwo nachzulesen. Das war sehr geil, weil ich habe eine riesige Siedlung gebaut, mehrere. War da sehr schnell am Baulimit. Und als ich diesen Bug durch Zufall für mich entdeckt habe, habe ich richtig mich gefreut. Und habe den eifrig ausgenutzt. So, was habe ich denn hier für... Das ist unsere neue Waffe, die haben wir ein bisschen gemoddet. Wir müssen eigentlich noch mal kurz hier die Favoriten auch sortieren. Also wir haben jetzt... Wir machen mal die... Ah, wo bist du? Diese hier, genau. Ey. Achso, Q ist es. Ah ja, warte, die machen wir jetzt dahin. Dann machen wir die Impro-Pistole, machen wir dann dahin. Alles, was hier so pistolenmäßig ist, geht nach oben. Und die können wir auch dann mal nach da machen. So, das ist der Pistolenreiter. Dann nehmen wir Molotov-Cocktail ist da. Da war es schon richtig. Da ist der Molly. Und die Splittergranate kommt dahin. Und dann nehmen wir noch die... Was brauchen wir noch? Was nehmen wir noch häufig? Die Minigun, ja, fette Minigun, dann nehmen wir
Double Barrel Shotgun. Auf die 5. Und dann wollen wir noch das Jagdgewehr, meinetwegen so. Stimpak haben wir auch schon. Und so, jetzt haben wir mal ein paar Sachen. Okay, jetzt ist es auch schön hell. Nervt mich ein bisschen, dass man nicht mit der Maustaste durch die Waffen switchen kann. Weiß gar nicht genau, wie die Tasten sind. Okay, auf der 9 ist die Pistole, alles klar. So, unser Ziel ist hier. Wobei ich alles interessant finde. Ich will eigentlich überall reingehen und gucken. In jeden Diner. Hier findet man immer, guck mal, hier ist, oh, hier ist eine Rüstungswerkbank. Und da findet man dann meistens auch Vorkriegsgeld. Hier in diesen Kassen, auch diesmal nicht. Kühlmittel brauchen wir vielleicht. Ist ein ganz guter. Ah, leeres Kühlmittel brauchen wir natürlich nicht. Klebeband nehmen wir mal mit. Alles so gute Scrap-Sachen. Wir müssen hier lang. Ah, dahinter. So, hier waren wir das letzte Mal auch. Wem gehört dieses Denkmal? Steht leider keine Infotafel. Ist das George Washington? Möglicherweise. Ich höre irgendwas. Warum? Warum wollt ihr meinen Hund? Sind das dieselben Viecher vom letzten Mal? Die finde ich übrigens sehr nervig. Weil das ist eine Sache, die ich an Fallout überhaupt nicht mag. Dieselben Gegner. Oh, das ist ja schnell. Dieselben Gegner haben halt. Die haben so einen Respawn-Cooldown. Und wenn man halt eine gewisse Weile nicht mehr irgendwo war, dann sind dieselben Gegner an derselben Stelle am Respawn. Alter, scheiße, das ist eine ganze Großfamilie. Alter. Ich habe einfach mal beide Hände abgeschossen. Das ist natürlich für ihn auch eine scheiß Situation. Okay, das war jetzt sehr überraschend. Ich habe nämlich gar keine Muni mehr. Was haben wir denn hier noch Feines? Das Ding ist doch ganz gut. Okay. Ja, jetzt um meine Ausführung nochmal zu einem. Ach, das gibt's doch nicht. Zu einem Ende zu bringen. Okay, ne, die funktioniert nicht so gut. So, ne? Mein Hund macht das schon. Oh nein, der Hund macht das nicht. Der wird hier ermordet in diesem Team. Armer Hundmann. So, jetzt meine Ausführung. Können wir denn jetzt? Was ich sagen wollte ist. Für alle, die das Spiel nicht so gut kennen. Die Gegner respawnen nach einer Zeit. Die haben alle einen Cooldown. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass die immer am selben Ort respawnen und immer dasselbe Verhaltensmuster haben. Das waren verdammt viele von den Typen hier. So, wenn ich jetzt irgendwo anders in der Welt bin und da komme ich wieder an diesen Ort, dann kommen dieselben, kommt dieselbe Großfamilie wieder auf mich zugerannt. Und das finde ich, nimmt was von der Immersion einfach weg. Wenn die halt woanders spawnen würden oder die Gegnersorte eine andere wäre oder so. Es ist ein bisschen unvorhersehbar wäre. Aber dadurch, dass man an viele Orte halt zurückkommt im Laufe des Spiels und immer wieder dieselben Sachen sieht, das ist einfach ein bisschen blöd. So, jetzt nehmen wir uns mal ein Gewehr mit ein bisschen mehr Reichweite. Das hier. Haben die mich schon gesehen? Die haben überhaupt nicht getroffen. Jetzt. Von links gleich der Heini runter. So, der ist weg. Okay, wo ist der? Ah, da. Kann ich hier kommen? Ne, der ist es nicht. Da ist einer, okay. Da kommen sie alle, oh Mann. Okay. Stehen. Da sind es viele. Oh, hi.
Ach, schick. Hat mein Hund einfach geschossen. Na, komm her. Oh, hier sausen uns die Kugeln aber um die Ohren. Da oben ist noch einer. Oben. Bleib stehen. Hey, bleib stehen. Okay. Die treffen mich natürlich auch nicht oft. Auf die Entfernung. Hey, hallo? Sehen Sie bitte, das ist doch jetzt Quatsch mit Soße. Wir wissen noch weiter, dass ich mehrfach getroffen habe schon. Ach komm. So, jetzt. Die haben natürlich die deutlich bessere Position, aber ich habe eine Power Armor. Steckt da. Noch zwei Schuss. Ich schnapp mir hier noch irgendwas. Also, da ist einer, das ist aber ein. So, letzter Schuss. Okay. Wir müssen die Waffe wechseln. Nehmen wir mal die. Geh mal näher ran. Die Reichweite ist nämlich komplett im Arsch. So, na komm. Ey, au. Unmöglich. Au. Ich komm hier nicht rauf. Ich muss irgendwo den Eingang, den Aufgang finden. Währenddessen werde ich hier beschossen die ganze Zeit. Aber wie viel von den unangenehmen Gerätschaften hat der Mann bei sich? So. Zeigt euch. Das ist wie eine Burg einnehmen. Ein bisschen. So fühlt sich das an. Bis ich hier fertig bin mit. Bis ich fertig bin mit denen, haben die sich komplett respawned wieder. Ich muss mal ein bisschen Tempo reinbringen. Und, ah, ich muss auch gleich nochmal ein. Oh fuck. Okay, das war einfach überhaupt nicht lang genug. Ärgerlich. Gibt es irgendeine Taste, die ich drücken kann, um das Favoritenmenü aufzurufen? Wisst ihr das zufällig? Weil ich habe es ja auf PC noch nie gespielt. Was esse ich denn jetzt mal hier? Sowas. Cram. Und können wir nochmal essen? So ein Steak. Alt F4, ja. Q? Ne, Q ist ja Wets. F? Ah! Ja, okay. Das habe ich gesucht. Hammer, danke. Ja, das ist nämlich sehr hilfreich. Ja, das ist gut. Hast dich verpisst, was? Danke. Das habe ich gesucht. So, dann wollen wir jetzt mal zusehen. Oh, ich mach kaum Schaden. F. Und. Ja, Granate, genau. Pass auf. Pass auf. Gut, die war besser. Was? Wieso hat er das überlebt? Ohne Power Armor ist das natürlich keine gute Idee, was ich hier mache, aber. Die sind richtig sauer, die Raider, weil ich deren wunderschönen Turm kaputt gemacht habe. Sicherung. Brauchen wir das? Okay, jetzt räumen wir hier mal auf. Oh ja, man muss immer
Nikla sagt, er muss 2 Stunden Spielstand aufholen, aber sicher nein. Das gibt auch immer, wenn du mal ins Menü gehst oder so, saved er ja auch. Das übrigens ist, wie gesagt, das sind die Ladezeiten. Da müssen wir uns irgendein Gesprächsthema für überlegen, was wir dann machen. Oh, da sind wir. Ich warte sehnsüchtig auf den Patch. Es gibt die Möglichkeit, das habt ihr auch gesagt, das Spiel wieder down zu. Ey, Spiel auch wieder down zu graden. Um dann die alten Mods nutzen zu können. Aber da hab ich jetzt nicht so Bock drauf. So. Achtung! Wieso werde ich hier schon mit Granaten geworfen? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Keiner mehr da. Ihr habt euch verhört. Ich werde verrückt, ich schwör's. Ihr hört Gespenster. Nice. Ja, manchmal ist das Wetz brauchbar, manchmal nicht. Wir haben auch Situationen häufiger, da hast du eine Trefferwahrscheinlichkeit von 95% und es geht einfach alles daneben. Jeder einzelne Schuss. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schütten. Ja, hier ist eine Nuka Cherry. Au, ey, ich bin am Nuka Cherry. Mein Hund macht die Tür auf. Der Affe ist ein bisschen spooky. Zeig dich! Los! Hast Angst, was? Ich trau's. Hör mal auf, ich will ein bisschen looten erstmal. Lass mich doch mal in Ruhe. Da ist nämlich noch eine Nuka Cola. Schreibmaschine. Verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, ich bin aber Blute, ja. Du könntest dich verstecken. Ja, dann hol ich euch eben. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Hier ist das Klo. Ich mach mal Licht an, ich muss die ja sowieso alle besiegen. Können die mich ruhig früher sehen, okay. Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus! Was? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Okay. Oh, Scheiße. So, jetzt sind meine Aktionspunkte alle. Oh, sieht das cool aus. Ey! Okay. Nein, das wollte ich nicht. Lass meinen Hund in Ruhe. Mein Hund in Ruhe. Was zum Teufel war das? Eieiei. Ja, ich sollte das nicht. Oh, da ist der nächste. Jetzt vielleicht die Schulter. Boah, du hast meinen Hund. Du hast meinen Hund angeschossen. Verdammt viele Raider noch übrig. Ey! Ja? Ey, Hunnimann, warte mal, ich will noch ein bisschen looten, weil... Ich hab den ganzen Tag Zeit. Nee, ich nicht. Ich will noch ein bisschen looten. Hier gibt's doch bestimmt noch geilen Scheiß. Bisschen gucken. Ja, der, war, geh mal weg, Hunnimann. Guck mal, der hat noch geilen Scheiß. Wo ist der kleine Wichser hin? Boah, Alter. Wo ist der kleine Wichser hin? Da würde ich mich gar nicht trauen zu reden. Nehmen wir mal mit. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Okay. Wer findet wen, ist die Frage, ne? Die haben es ja aber ganz gemütlich. Es gibt schlechtere Orte. So, hier haben wir warte, hier ist ja nur das. Kann man die eigentlich mitnehmen? Explodiert der? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der ist einfach nur frech. So, hier, dann geht's jetzt hier weiter. Hier wieder rein. Und hier. So, hier geht's jetzt weiter. Sind schon gelootet, ja. Da geht's im Keller. Wir bleiben erstmal auf der Ebene. Gucken, dass hier irgendwelche Fallen sind. Fahrstuhl. Oh geil. Silberschale bringt Kohle, Frostschutzmittel, weiß ich nicht. Ist das wertvoller? Das ist abgelaufen, Arschloch! Scheiße, willst du mich verarschen?
mega mies. Oh, die müssen aufpassen. Oh, Leute. Warte mal. Also, ich habe keine Granaten. Da hat er sich versteckt. Guck da. Hinter der Säule. Komm. Oh, da kommt der nächste runter. Und da oben ist der andere. Und einer, glaube ich, noch hinter der Säule. Oh, nicht mehr. Oh, danke. So. Der hat die Granate überlebt. Wie das denn? Wie hast du denn die Granate überlebt? Okay. Ich hier müssen. Oh Mann, ein Kreuzfeuer. Ist der noch da? Ne, der ist tot. Aufpassen. So. Okay. Ganz ruhig. Vielleicht mal irgendwas essen? Was haben wir denn? Wir können natürlich auch jederzeit. Oh Mann, Coca-Cola. Wir können jederzeit ein Stimpack nehmen, aber ich spare mir die immer gerne auf. Warum stirbst du nicht endlich? Ja, weil ich super stark bin und Power Armor dabei habe. Da, hi. Da sind noch ein paar rote. Was ist mit? Ein paar rote Punkte hier auf dem Radar. Da ist auf jeden Fall noch einer. Und frech, aber gut positioniert. Positioniert. Hundimann ist ein bisschen am jaulen, aber das wird gleich wieder besser werden, auch der Arme. Ich hätte vielleicht mit diesem Terminal das Ding auch umstellen können. Nee, was ist Karawane? Haben heute eine weitere Karawane überfallen. Tja, das ist schon die dritte in einem Monat. Und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nachricht überbracht, dass noch eine Karawane in unsere Richtung unterwegs ist. Er sagte, er hätte ein paar Wachen gesehen, aber... Wachen meine ich natürlich, scheiß Tippfehler, aber ansonsten hauptsächlich Zivilisten. Da ist sogar eine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht. Und ein Scherzkeks mit einem Cowboyhut. Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall bitten. Dieser verdammte Hut gehört mir. Ja, das ist natürlich hier, sind die Minutemen, ne? Das sind die Minutemen, die wollten uns überfallen. Na, das haben wir jetzt ja gut zu verhindern gewusst. Durch Gewalt. Stark. Geknackt. Wie schön. Oh. Ja, wieder. Muni ist wichtig. Später kann man sich eigene Munition craften. Bis es soweit ist. Impro-Revolver-Gewehr. Oh, nehme ich jetzt mit. Bis es soweit ist, muss man hier natürlich richtig viel sammeln. Bei Munition wird dann recht schnell auch knapp. Gut. Nehmen wir mit. Das lassen wir jetzt einfach mal. So, weiter. Gucken wir hier diese Ebene erstmal noch, den gehen wir gleich rauf. Hier ist aber nicht so viel. So. Wo sind denn noch welche? Hier jetzt erstmal in unmittelbarer Nähe, jetzt wird mir nichts angezeigt. Da geht's raus. Hier geht's auch raus, aber hier ist, genau, okay. Oh, da ist noch ein Scheinwerfer. Das könnte bedeuten, dass hier auch noch... Scheiße, willst du mich verarschen? Was? Hab ich erpisst, was? Was? Nein. Da. Kommst du her? Boah. Oh shit. Okay.
treffen wir ja so nicht. Na komm. So, dann treff ich nicht, oder? Ist das Gitter? Nee, treff ich nicht. Oh, diese Granaten immer. Das ist doch scheiße. Ja, absolut. Sicher auch so. Kommt, Leute. Ich hole euch jetzt. Komm schon, oh, 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 oh. War's das? Es ist so ein anderes Spiel auf PC. Auf Konsole jetzt auch mit dem Patch. Aber wenn man es immer nur auf Konsole gezockt hat, dann kann man nicht das als Shooter spielen. Ohne Vets ist es auf Konsolen nicht spielbar. Das habe ich gestern schon gesagt, in der letzten Session. Aber das ist immer wieder so abgefahren, weil ich schieße jetzt nur Freihand. Auf Konsole schießt man nur mit Vets. Deswegen skillt man auch ganz anders, weil natürlich alle Skills, die einem das Vets verbessern, mega wichtig sind. Und hier sind die total zu vernachlässigen. Es macht natürlich Spaß, ein bisschen mehr Action zu machen und so. Selber zu schießen ist auch nicht schlecht, aber ich liebe eigentlich das Wettsystem. Sind denn hier noch mehr Raider? Draußen? Ich glaube, draußen sind noch Raider. Lass uns mal eine Cola oder irgendwas trinken. Oder eine Melone essen. So. Ansonsten haben die hier nichts von Wert. Das ist natürlich alles nur Eisen oder Stahl, besser gesagt. Dann genau da können wir raus. Hier haben wir... Können wir noch nach oben? Ich glaube, aber hier ist nichts mehr, oder? Nee, da geht es einfach nur wieder runter. Ne, hier ist nichts. Werkzeugkoffer. Ist da irgendwas Spannendes drin? Hallo? Oh Gott. Dafür habe ich jetzt eine Haarklammer verloren. Ernsthaft? So. Oh, geil. Ja, ist ja nicht so schlecht. Das nehmen wir natürlich auch mit. Jo, dann wieder zurück. Ach, warte, hier geht's rauf. Das machen wir. Nach draußen. In meinem ersten Durchlauf wusste ich nicht, dass es Watts gibt. Oh, was? Genau, Watts hat die coole Critical-Animation. Das ist natürlich ohne Watts nicht möglich, leider. Wenn die Patrone dann so in Zeitlupe so... Das sieht schon nice aus. Übrigens, Bobby McFreewin und Abieta sowie Komidoro und Turboschwanen. Und Crispy. Gar nicht aufgepasst vorhin. Vielen Dank für den Support. Ich habe wieder zu viel selber geredet. Das können wir immer super in diesen unfassbar langen Werbepausen hier, Ladepausen, nachholen. So. Weiter geht's. Was? Ist auch so, er knurrt einfach nur rum. Wir gucken erstmal in Ruhe. Was haben wir denn hier? Die hatte ich ja schon aufgeräumt. Aber da lebt auf jeden Fall noch irgendjemand da. Ja, ist ja gut. Durchs Geländer triffst du die nicht so gut. Der hat natürlich jetzt richtig Schiss, weil er weiß, ich bin eh der Beste. Und jetzt wird er leider dran glauben müssen. Und tschüss.
Oh. Da ist der nächste. Oh. Oh. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Dann. Oh, ich nehme mal den Lego ein bisschen mit. Das können wir essen. Oh, 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 oh. Oder ganz oben. Ah, ich glaube, ich treffe da durch. Das ja, da treffe ich nicht. Dich könnte ich treffen. Ja. Die Reichweite ist natürlich sehr bescheiden, dieser Waffe. Ja, das ist ja Quatsch. Ich muss nach oben. Die treffen mich ja auch kaum. Welche Treppe nehmen wir diese hier? Was die sich wohl denken müssen, wenn die mich in der Power Armor sehen. Das ist ja pure Verzweiflung. Die wissen ja, ich habe schon ihre gesamte Bande ausgeradert. Und die wissen auch, dass sie die Nächsten sind, die dran glauben müssen. Aber sie wehren sich verzweifelt bis zum Schluss. Ja, die sind auch eh ein bisschen wahnsinnig. Diese Räder. Ja, ja. Sehr rauer Umgangston. Hi. Oh. Okay. Ja, Hundimann hat schon wieder einen da spät. So, sehr gut. Arti! Moskitoxel! Vielen Dank, Leute. So, Molotov. Gib mir. Oh, geil, der Bubblehead. Hier ist der Bubblehead! Ja! Fusionskerne halten dauerhaft 10% länger. Ja, nehmen wir doch. Stark. Bubblehead. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Bubbleheads sind. Also ich habe auch nie im Wiki oder irgendwas gelesen. Ich habe quasi immer blind gespielt. Und wenn ich Bubbleheads finde, finde ich sie. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, wo die alle sind. Finde ich aber eigentlich auch ganz gut so. Dann freut man sich, wenn man die findet. Das ist das Wasteland. Man hat hier einen guten Blick. Einen weiten Blick. So, sind wir jetzt hier eigentlich langsam mal fertig? Haben wir jetzt alle? Ist die Quest erledigt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Daten. Oh, da hinten. Der zählt auch noch wahrscheinlich, oder? Shit. Trifft man, was trifft man nicht? Ja, sehr gut. Wer schießt noch? Wo ist er? Da unten. Boah, jetzt läuft sie weg. Ja, da muss ich noch mal rein. Der ballert hier noch, da ist ja noch jemand. Ah, da unten. Oh, da sind noch ganz viele. Ja, da ist natürlich überhaupt gar keine Deckung. Ich würde nicht ausschließen, dass die alle schon wieder respawnt sind. Boah, tut man einfach nicht. Ich könnte Molotov-Cocktail runterschmeißen. Das hätte was, oder? Pass auf, F. Mollo. Ich hab 5. Oh Gott, warte, möglicherweise. Hey, der hat getroffen, geil! Das macht schon Spaß. Nau! No! Das ist gefürchtet. Yes! Ha ha ha! Ha
Haben wir gut gemacht. Jetzt essen wir ein paar Sachen. Und während wir essen, freuen wir uns über Arti. Arti haut 5 in den Club. Vielen lieben Dank, lieber Arti. Trink mal einen Schluck Wasser. Das macht uns richtig wieder gesund. Wir müssen weiterlaufen. Wir haben noch viel zu erledigen. Wir müssen noch auf die andere Seite dieser Anlage. Und wollen einfach hoffen, dass wir nicht so lange brauchen, dass die wieder alle respawnen. So, wir könnten jetzt hier runter. Au, boah. Okay, das hat jeder gehört. Da will ich nochmal rüber. Bombs. Sehr mächtig. Yo, yo, yo. Hier haben wir noch leckere Sachen. Mad Axe, Buff Out. Die Dose. Oh, den Jet nehmen wir mit. Munition. Gut. Da ist nichts. Da war doch was. Munition. Munition. So, da können wir doch gleich mal unsere... Ist das nicht die Munition von der kleinen Pistole? Von der... 7? Nee, doch nicht. Das war nicht die... Welche Waffe habe ich denn, die diese Munition benutzt? Hallo. Jet und Waffe und nehmen wir mit. Hier ist nichts weiter. Doch, geil. Munition. Right away. What is love? Baby, don't love me. Ja, ich nehme mal diesen Ölkanister mit. Weil das wertvoller Schrott ist. Da ist nämlich viel Öl drin. So. Upp. Was? Hund? 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 Wo? Was hast du gefunden? Ich komme. Ich komme. Aber muss auch was Gutes sein. Was ist das? Du willst doch jetzt nicht dafür... Was war denn das? Ist das hier durchgehst? Glitscht? Was hast du mir denn gegeben? Das war eine Verarsche. Du hast mir nichts Gutes gegeben. Schade. Ja, also. Ich wollte eigentlich... Warte mal, da durch. Ist da noch irgendwas? Da geht's wieder nach unten. Ich glaube nicht. Da oben haben wir alles platt gemacht, sonst würden die auf mich schießen. Dann gehen wir mal wieder da rein. Oh Gott, halbe Stunde Ladezeit im Incoming. Aber ich glaube, wir haben ja alles. So. Sieht aus wie Duisburg in guten Zeiten, ja. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit miteinander. Wir gratulieren Deadsmoke für 3 Streams am Stück. Und Elmobi 5 Streams am Stück. Ich glaube nicht, dass die so schnell wiederkommen. Ist mir zumindest nie passiert. Nee, das glaube ich auch nicht. Also so schnell kommen die tatsächlich nicht wieder. Das war jetzt einfach nur ein bisschen übertrieben natürlich. Okay. Wo kann denn noch jemand sein? Da haben wir alles niedergemacht. Da war ich noch nicht draußen. Warte mal, hier gab es jetzt ja mehrere Ausgänge. Hier haben wir eigentlich alles gemacht. Ich glaube, hier waren wir noch nicht draußen, oder? Wir gehen mal raus, auch wenn diese Ladezeiten nicht wären. Das wäre so viel schöner. Wenn wir jetzt irgendwo einen Raider übersehen haben, reicht das schon aus, dass die Mission nicht komplett ist. Wobei wir ja im Prinzip wirklich deren Clan jetzt hier ausgelöscht haben. Was soll da noch passieren? Oh, der Fahrstuhl, ja. Den hatte ich vergessen. Da ist ja unten noch der Fahrstuhl. Den haben wir ja nicht genommen.
weil ich erstmal andere Dinge zu tun hatte. Stimmt, der Fahrstuhl, den hatte ich fast vergessen. Der könnte noch irgendwo in einen Keller führen. Lade, lade. Eigentlich müsste man mal stoppen und dann so eine Gesamtzeit machen, wie viel Zeit wir mit Ladescreen verbracht haben. Vielleicht sollte man doch mal über das Downgrade nachdenken, um die Ladezeiten-Mod installieren zu können. Ich glaube, dass das, wenn wir das häufiger spielen, lohnt sich das schon. Apropos Ladezeiten, wann wieder Supermarkt? Ja, demnächst. Wir haben, ich meine, haben wir nicht sogar noch eine offene Folge oder ist das die letzte von gestern auf YouTube? Darf ich einen Tipp geben? Ja, darfst du gerne machen. So, jetzt sind wir hier und müssen im Prinzip gleich wieder rein. Unter uns war der... Das ist die Tür, durch die wir auch vorhin reingegangen sind. Ne, durch die sind wir rein, da unten. Also ich nehme mal die untere Tür, dann finde ich, glaube ich, den Fahrstuhl leichter. Welche Mods hast du alle drin? Gar keine, weil aufgrund des Next-Gen-Updates keine Mods mehr funktionieren. Und ich hatte zuvor sowieso alles auf PlayStation gespielt. Also ich habe auf PC sowieso nie gespielt. Deswegen ist eh alles neu. Beschwerst dich zwar über die Ladezeiten, aber als Streamer ist das doch ganz nice, um den Chat zu lesen. Ja, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht. Das ist immer so eine schöne Zeit, um miteinander zusammenzukommen. Jo, lass mich schauen. Okay, ich habe schon wieder vergessen, was wir hier alles gemacht haben. Hier waren die Toiletten. Da waren die Toiletten. Und ich meine, hier kommt gleich schon der Fahrstuhl. Boah, ich hatte vergessen, dass wir das schon... Das gehört noch alles dazu. Da ist der Fahrstuhl. Und waren wir hier? Sind wir hier runtergegangen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Warte mal, wie haben wir das denn jetzt gemacht? Nee, wir sind hier reingegangen. Weil hier fing das an zu ballern, genau. Das bedeutet, wir sind hier noch nicht hochgegangen. Den Fahrstuhl nehmen wir gleich noch. Diesen Weg haben wir noch nicht gemacht und hier haben wir uns auch noch nicht umgeschaut. Das sind alles Sachen, die wir für gutes Geld verticken können. Aluminiumdose ist immer gut zu haben. Ja, hier ist noch alles offen. Jetzt dürfen wir die Fahrstuhl nicht vergessen. Wir gehen erstmal hier hoch. Okay, da landen wir hier. Da ist der... Ah ja, da. Was zum Teufel war das? Okay. Wo ich bin. Aha. Hast Angst, was? Was soll ich haben? Oh, ich dachte gerade, der kommt da auf mich zu. Wemst. Die haben keine Ahnung, wo ich bin. Die hören nur die Einschläge links und rechts neben sich. Und manchmal auch in sich. Da oben ist noch ein nerviges Turret. Na? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Okay. Können wir so machen?
Deckungsfeuer. Bewegung, los, los. Powerrüstung? Na dann. Das ist nicht. Hey. Oh. War das der letzte? Ja, das war der letzte. Wir müssen nochmal aufpassen wegen der Turrets. Hallo. Ey, ah, ich bin wieder. So. Ah, Turret. Gibt immer noch das Turret. Irgendwann wird dir der Saft ausgehen. Ja, ja, okay. Was mein Power Armor demnächst reparieren. Was ist sie denn jetzt? Die andere da noch, die andere Ilse. Hallo? Ich muss einfach den Turret von mir platt, da kann nämlich nicht treffen. Und hier irgendwo ist noch eine freundliche Ilse. Da. Jo, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Wo ist Ilse gelandet? Wo war sie denn jetzt hin? Radkappe. Also hier ist natürlich viel so Zeug, was man sich mitnehmen könnte. Aber das ist alles nicht spektakulär. Hier liegt sie. Den könnten wir, hätten wir auch rausholen können hier. Warte, was haben wir hier noch drin? Hm. Ah, warte mal. Nee. Oh, der Hund hat irgendwas gefunden. Nee, auch nicht. Hier können... Ach, Mann, ey. Das ist übers überladen. Hier können super viele Sachen sein. Auf jeden Fall gehen wir natürlich gleich noch nach oben, ist ja klar. Wo die ihre Base hatten. Ich gucke nur einmal hier, ob ich was finde, was mir gefällt. Ja, genau, sowas hier meine ich, genau. So, knickknack. Lass mir das. Oh, brauchen wir das? Nee. Gedia Buttercup, ist das wichtig? Nee, oder? Gut, dann gehen wir nochmal nach da oben. Und guck mal, was es da Goldiges gibt. Da warte ich mir. Ah, warte mal. Wie komme ich denn überhaupt drauf? Warte, kann ich die Brücke da einfahren? Oder ausfahren? Ist... Ah, warte. So war das. Ja. Wie das? Oh, so. So, hier muss jetzt noch irgendwas Tolles sein. Zum einen ist das der Chef gewesen. Oh, der Safe-Schlüssel, ja. Nehme ich gerne mit. Dann. Zigaretten. Ey, habe ich da gerade noch eine Stimme gehört? Nehme mit. Oh, da, guck mal. Grognak, der Barbar! Yay! Achso, ich darf mich da noch nicht rein. Ja, ich wusste, dass ich noch jemanden gehört habe. Hab ich doch genau gehört. Alter, bist du Wahnsinn?
Alter, hast du meinen Hund getreten? Boah, du... Die hat meinen Hund getreten. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt in Ruhe looten. Die nehmen wir mal mit, da sind Taschen verbaut. Das heißt, meine Tragekapazität ist erhöht. So, jetzt gehe ich da mal an den Terminal ran. Da mache ich mich natürlich hier verwundbar. Niemand darf meine Powerrüstung klauen. Turmsteuerung, Scheinwerferstärker, das hätte ich auch machen können. Was sagen die denn? Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Gristle entweder die letzten Ghule erledigt haben oder gerade jemandem als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Hey. Die Steuerung ist komisch. Manchmal geht der nicht runter mit der Maus. So, manchmal bleibt er einfach so. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Ja, also er ist Jet-abhängig. Die Rede ist natürlich von der Frau, die wir bei uns im Gefolge haben, bei den Minutemen, die in die Zukunft gucken kann, wenn sie sich einen reinpfeift. Es sind nicht die Champs. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge. Aber das Gerücht über kostenlose Champs hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho neue Visionen bei ihr. Sie ist hier. Gristle sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete. Drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Gristle losgeschickt, damit sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie all das kommen sehen. Naja, okay. Die Turmsteuerung. Jetzt könnten wir die ausschalten, aber... Die sind eh alle schon tot. Von daher... Aber interessant, oder? Also, ich lese gern diese Terminals. Man erfährt da so viele tolle Sachen. Wie zum Beispiel, dass die unsere Wahrsagerin schnappen wollten. Okay, let's go. Ich glaube, hier sind wir fertig tatsächlich. Wisst ihr nicht, was wir hier noch Tolles kriegen können? Da oben ist auch nichts mehr. Da können wir eigentlich rausgehen. Kein Grund, sich noch länger aufzuhalten als nötig. Schade, dass man keine Autos fahren kann. Ja, wir gehen einfach wieder raus. Ich meine, hier haben wir alles. Wir können noch einmal in den Keller fahren, wobei... Das ist der Aufzug. Ich glaube, ja, okay. Wir kommen einfach nur einen nach unten, meine ich dann. Die Aufzüge haben immer nur einen... Eine Etage. Also, kommen wir jetzt nicht dran. Unsere Ebene. So, jetzt gehen wir wieder raus. Ah, was ist los von jemandem? War der verletzt gerade? Der hat gewartet. So, wir gehen raus. Das war ganz schön lang. Hier ist der Ausgang. So, hier raus. Zum Glück passen wir da mit unserer Power Armor überhaupt durch diesen Schlitz. Okay. Das war ganz schön viel. Ach, Ladezeiten. Ja, jetzt können wir zurück
in diese Siedlung da. Die wollten ja, dass wir die Raider besiegen. Das haben wir gemacht. Und jetzt können wir da auch wieder ein bisschen was bauen. Wir wollen natürlich jetzt nicht so krass die Siedlung ausbauen, wie ich es auf der PlayStation gemacht habe, weil wir auch wissen, dass das leider am Ende nicht so sinnstiftend ist. Aber so ein paar Sachen können wir ja machen. Diese Woche ist 1. Mai, stimmt, wir haben alle noch einen Feiertag, ne? Habt ihr Pläne für einen Feiertag? Kleinen Tagesausflug. Ausschlafen, ja, das ist immer gut. Star Wars 1 im Kino, so mit Musikbegleitung. Nee, ne, es gibt ja auch derzeit, ich glaube sogar hier in Hamburg, dass man das mit Live-Orchester gucken kann. Balkon auf Hübschen. Radrennen, oh. Tanz in den Mai. Resturlaub genießen. Wandern. Ja, das sind ja gute Pläne. Vielleicht sollte ich auch anfangen, mir Pläne zu machen. Es ist schon Nacht geworden. Und wir können jetzt, wenn wir wollen, zurück und die Quest abgeben. Wir können aber auch noch weiter hier herumtollen. Guck mal, da geht's, glaube ich, auf die Brücke rauf. Das ist der Aufgang. Und da ist auch eine Siedlung. Eventuell sind da auch Raider. Können wir noch einmal hinten reinschauen, während wir uns jetzt mal so einmal diese Äpfel hier reinpfeifen und den leckeren Leguan bissen und sparen dadurch ein bisschen Stimpaks. So, hier ist der Aufgang. Hier durch, ja. Also es gibt ja dieses Ding noch. Da. Ich weiß nicht genau, ob wir hier auch zu einer Siedlung kommen. Schauen wir einfach mal. Ja, hier ist nämlich auch irgendwas. Aber hier wohnt gerade keiner. Keiner zu Hause. Aber so einladend. Hallo, jemand zu Hause? Badewanne. Was haben wir hier? Gar nichts. Ich hätte gedacht, hier hat sich jemand ein Zimmer errichtet, aber ist nicht so. Hallo? Keiner da. Guck mal, diese schönen Treppen haben sie gebaut, ne? Da hat sich jemand echt Mühe gegeben und sonst nichts weiter. Das ist doch das Haus, in dem wir waren. Da unten waren wir. Ich befürchte, hier kommt nichts mehr von Interesse. Da geht's wieder runter. Ja, da ist, glaube ich, schon... Obwohl, warte mal, da kommen wir... Na, mal gucken. Hey. Oh. Hier wird wieder geradert. Wo denn? Da unten. Schau. Hallo. Hier oben bin ich. Hey, wer ist da? Ist das ein alter Swimmingpool da unten eigentlich? Wer ist da? Wer ist da? Ja, das sag ich nicht. Da, ich erwisch sie nicht. Ja, wir lassen sie mal. Wir lassen sie in Ruhe. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ja, sie hört Geister. Wir gehen hier oben lang. Ich befürchte, hier kommt nichts mehr da unten. Jetzt kommen wir auf die obere. Ah, hier geht es dann irgendwann wieder runter. Was sagt der Hund, die da? Hat er was gefunden? Was macht er denn? Der erkundet. Er will einfach eine Runde laufen. Der will sich austoben. Hunde wollen sich bewegen. Das kann ich verstehen. Wir gehen... Da geht es nämlich noch hoch, genau hier. Da rein. Komme ich von... Ah,
wir schauen mal. Ja, da komme ich nicht rüber. Miste. Okay, schade. Von hier komme ich nicht auf die obere Ebene. Und da rein komme ich auch nicht. Naja, dann endet unser Erkundungszug. Ah, guck mal hier. Da ist eine Treppe runter. Bums! Hier wird ab und zu geballert. Wir erkunden das einfach mal, was hier noch so ist. Das ist schon ein guter Rückzugsort. Das kann man gut verteidigen. Man hätte natürlich Angst, dass es ständig, also man hat ständig Angst, dass es unter einem zusammenklappt irgendwann, das ganze Gebilde. Wer weiß, wie lange das so hält. Aber auf jeden Fall hat man hier eine sehr gute Sicht. Man kann nicht einfach so erobert werden. Die Gegner können nicht von überall kommen. Es ist schon ein guter Ort. Ich wundere mich, warum die sich das hier nicht schöner gemacht haben. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Siedlung, die komplett in so einer Autobahnbrücke errichtet ist. Ja, hier ist aber jetzt nichts mehr Tolles. Schade. Oh, Mystic Pines. Wir haben Mystic Pines entdeckt. Oh, hier können wir runterspringen. Leider, obwohl, oh, guck mal, da ist eine Öffnung. Ich weiß gar nicht, ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, da reinzukommen? Wäre ja lustig, wenn das nur über das Dach geht. Möglicherweise ist das so, das probieren wir gleich mal aus. Das war mal ein schönes Geheimnis. Aber da sehe ich auch noch irgendwelche Bauten. Das gucken wir uns nochmal an. Denn hier ist bei sowas ist auch manchmal Loot zu finden. Schade. Nö. So, jetzt springen wir da runter. Und dann lassen wir uns mal über das Loch in das Gebäude ab. Und dann bin ich sehr gespannt. Oh, wir machen von hier. Das werde ich ja wohl überleben. Und so, da ist der Innenhof. Ich sehe schon den Nuka-Cola Quantum. Kommt nicht so ohne weiteres aufs Dach zurück. Deswegen erstmal hier gucken. Okay, ich sehe keine Feinde gerade. Guck mal hier direkt. Geil. Cherry Coke, normale Coke, Nuka Coke. Was haben wir denn hier für einen schönen Ort? Ach, da ist eine ganz normale Tür. Ja. Geilo. Schon das zweite Buch, was uns verbesserte Preise gibt. Das ist ja super. Plus Charisma. Also wir kriegen richtig gute Einkaufspreise. So, jetzt gucken wir hier mal weiter. Was ist das denn? Happy Halloween. Happy Halloween. Das Beste haben wir vermutlich schon gefunden. Mit diesem Heftchen. Nehme ich an. Was ist das hier für eine Einrichtung? Altersheim. Oder? Mit den ganzen Holzstühlen, sieht aus wie ein Altersheim. Gruselig. Ja, guck mal, so kleine einzelne Miniaturzimmer. Ah ja. Autsch, Mist. Wir machen Level Up. Alter Schwede, der wurde da eingesperrt. Oder hat er sich selber eingesperrt? Entweder die haben ihn hier eingesperrt, weil er ein Arschloch war und die anderen Mitbewohner genervt hat. Oder das waren sadistische Aufseherinnen und Aufseher, die hier ein strenges Regime der Grausamkeit an hilflosen alten Menschen
zelebriert haben. Das kann natürlich auch sein. Wir gehen erstmal diesen... ist das eine Tür nach draußen? Oh, Hund hat was gefunden. Was hast du gefunden? Ich komme. Ja, und? Hol. Hol, such! Hä? Das war doch nicht das, was du gefunden hast. Was hast du gefunden? Ja, was ist los, Hundi? Ich wollte das jetzt hier mal aufmachen. So. Cool. Cool. Ah, da geht's doch nach unten. Vielleicht finden wir doch noch was Feines. Ah, Fusionskern. Wir brauchen keinen Strom mehr. Aber der Gedanke... Alter Schwede, das ist schon ein Sarg. Oh Gott, das ist morbide. Das ist ein Altersheim und die haben hier hinten schon Särge gelagert. Der Gedanke, dass jedes Haus so einen eigenen Fusionsreaktor hat und dann dezentraler Strom möglich ist, ist schon geil. Alles, was du brauchst, ist so ein kleiner Minikern. Wie super ist das denn? Guck mal hier, die Dinger habe ich auch immer gesammelt früher. Und dann bei mir, die Sachen auch, die habe ich alle als Trophäen in meine Base gebracht. Hier, guck mal. Das ist eine arme ältere Dame. Was die für mini kleine Räume hatten, das ist ja so traurig. Guckt euch das mal an, das ist ja fast schon ein Sarg. Das ist auch nicht viel größer als ein Sarg. Oh Mann. Die armen Menschen. Das ist es, das Altersheim. Das Altersheim unter der Autobahn. Oh Mann, was haben wir hier? Hund hat einen Gegner entdeckt. Wo? Können gleich nochmal leveln. Darf ich nicht vergessen. Ah, da. Hier sind ein paar Raider. Da oben. Gehen wir mal rein. Oh nein, du machst. Rennt er da einfach so? Rennt er da einfach so rein? Wo ist der Typ? Oh. Jetzt verreck endlich! Was ist er denn? Los! Und? Unfassbar, ey. Ich habe auch wirklich einen sehr tollkühnen Hund. Der macht ein Stück weit auch sein eigenes Ding. Und der verlässt sich vor allem drauf, dass ich ihn schon wieder aus der Scheiße reite hier. Die haben sich... Was? Wo? Achso, das ist, glaube ich, nur ein... Ah, ne, da... Warte mal, ist das noch ein... Ja. Ey, du kannst gar nicht nach oben schießen. Die haben zwei so Verteidigungstürme. Obwohl das hier eine völlig lächerliche Minisiedlung ist. Unglaublich. Wir hacken uns hier rein. Ach, zerbricht mir das. Cool. Bam, bam. Nehmen wir. Nee, ich benutze keine Stimpacks für meinen Hundimann. Der ist ja nicht dauerhaft tot. Der kommt ja immer wieder. Ich nehme mal lieber für mich jetzt ein bisschen was Leckeres. So. Ein automatisches Impro-Gewehr. Haben wir es schon ein automatisches? Ich glaube ja. Weiter geht's. Kleinen Abstecher gemacht.
Dann nehmen wir uns die... Au, war... Oh, eine Vakuumröhren brauchen wir, glaube ich, nicht. Das müsste eigentlich nur aus Glas sein. Benzinkanister ist wichtig für Benzin. Das brauchen wir... Ich glaube, für Verteidigungstürme auch. Ey, ich hänge fest. Hänge fest. Hilfe. Ey, so. Hier wieder raus. So, haben wir einfach mal ein bisschen was entdeckt. Ich liebe das. Einfach rumrennen und gar nicht irgendwelchen Quests großartig folgen, was auch super ist, aber dann immer nur irgendwo hingehen, weil die Quest einen irgendwo haben will, das ist halt auch lame. Ich will selber entdecken, die Welt kennenlernen, verborgene Schlupflöcher ausheben, Schätze finden. Hier ist auf jeden Fall Industriegebiet. Hier waren wir auch schon an vielen Stellen, glaube ich. Ja, guck mal, siehst du? Ja. Oh shit. Okay. Ja, können wir abbrechen? Okay. Auf den Kopf. Oh, der lädt noch! Ey, fuck it! Au, okay, Rückzug. Was macht der meinen Hund kaputt? Die haben alle so Taschenuhren dabei. Irgendwas höre ich hier noch. Ich hoffe, das ist mein Hund. Ja. Und hier haben wir so ein kleines... Guck mal hier, so, das findet man halt einfach, ne? So. Die Diskussion hatten wir schon. Ich finde es auch ein bisschen lame. Aber es geht wirklich schneller. Also. Tür öffnen. Es verbirgt sich hier. Oh, noch ein Oh, okay, Geld. Ist sinnvoll, weil das ist ja natürlich eine Vorkriegsinstallation und da hat man sowas wie Geld gehabt. Den muss ich jetzt auch nochmal manuell aufmachen. So. Geschafft! Oh ja. Nehmen wir. Das wollten wir nicht. Egal. Lohnt sich doch. Toll, toll, toll! Einfach so, weil wir hier so rumbutschern und gucken, was hier so geht. Da geht's auch nach oben. Was haben wir hier noch? Nichts. Ein Sofa. Eine Werkbank. Ja, sonst ist hier nichts mehr. Okay. Können wir wieder raus. Aber haben ein bisschen was mitgenommen. Das hat sich doch gelohnt. Ah, wir können jetzt auch nach Hause die Quest abgeben. Warte, waren wir in diesem Gebäude schon? Das ist wieder ein anderes. Es lauert hier natürlich. Also hier ist wimmelt vor Ghouls, wollte ich sagen. Das ist Ghoul Territory. Warte mal. Das sieht genauso aus. Das ist doch genau die gleiche Ecke, bei der wir schon waren, das letzte Mal, oder? Oder sieht das nur durch Zufall genauso aus? Wait a minute. Ja, das ist exakt die Nummer. Hier waren wir schon. Das war, ja, beim letzten Mal. Das ist... oh, guck mal, die sind wieder voll. Die haben sich wieder aufgefüllt, die Sachen. Aber der... Da ist doch... Ist das der brennende... Na? Ah ja, hier ist noch die Waffe, genau. Lasermuskete. Und hier links war so ein Turm. Glaube ich. Jo, okay. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen mal... Um dann doch jetzt nochmal eine Quest abzugeben nach Ten Pines Buff. Da können wir mal mit den Leuten reden.
und denen mal erzählen, dass wir deren Quest gelöst haben. Da werden die sich sehr freuen. Hoffentlich werden die sich dann bedanken und sagen, stark. So, die Waffe sollten wir mal wegstecken. Das könnten die eventuell als Affront verstehen. Steh auf! Es ist schon früh. Guten Morgen. Ja, los. Hoch die müden Glieder. Hallo. Hast du die Raider gefunden? Ja. In den Arsch getreten. Ich habe mich um sie gekümmert. Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Danke. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Mein Reden. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Ja, das ist halt ein bisschen schade, weil das stimmt ja gar nicht. Ja? Ich kann ja nicht auf die zählen. Das ist ja genau andersrum. Ich baue jetzt deren Siedlung aus und... So sieht es nämlich aus. Aber jetzt können wir... Warte, wo ist hier nochmal... Hier. So, jetzt ist das quasi... auch... unsere Base. Oh, das habe ich alles auf der PlayStation so krass immer ausgebaut. Dieses hier auch. Und das können wir natürlich jetzt machen. Die haben wieder gar nichts. Gut, die haben Essen und... Na Gott, die haben sogar ein bisschen was. Die haben nur keinen Schutz. Hier könnten wir jetzt... Das Geschäft läuft gut. Ja. Es ist eine große Erleichterung zu wissen, dass diese Raider nicht so schnell wieder auftauchen werden. Ich nehme mal ein paar von den Pflanzen. So. Jetzt können wir denen das hier noch schön machen. Wollen wir es ein bisschen minimal schön machen? Dass das hier nicht komplett fürchterlich ist. Hier, diese alten Bäume können wir gut für Holz nehmen, das wir dann hier so einlagern. Und eigentlich müssen wir auch einen nach Sanctuary schicken, glaube ich, zum, dass die Ressourcen verbunden sind. Warte mal eben, das würde gehen, wenn ich jetzt einen nehme. Das ist natürlich nicht, was ist denn ihr Ehemann? Der hier nicht, oder? Der sieht aus wie jemand, der eh nicht so viel zu tun hat. Jetzt können wir eben mit Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. So, ich gehe mal da raus, dann ist das ein bisschen persönlicher. Hallo. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ach krass, das ist ein Händler? Okay. Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Mhm. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Nee, ehrlich gesagt nicht. Weiß ich nicht. Handeln. Klar, ich schau's mir an. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Oh. Oh, das ist interessant. Plus 1 Stärke und Ausdauer. 542. Na, sowas, das mache ich aber nicht. Ist natürlich sehr. Ah. Das ist schon echt. Stärke und Ausdauer ist schon nicht schlecht, weil ich dann auch mehr schleppen kann. Munition. Können wir gut kaufen. Oh, guck mal, der hat noch mehr von dem geilen Scheiß. Nee, das ist Quatsch. Beweglichkeit und Wahrnehmung geil. Also die sind schon nicht... Wie bitte wert 12.000? Wie soll ich da das bezahlen? Supermutantenschaden. Ja, ich hätte sehr gerne das. Das hätte ich gerne, aber 12.000 ist ja völlig lächerlich. Und das ist aber da verhältnismäßig günstig. Ich weiß gar nicht, warum das so günstig ist. Das hat ja auch zwei Attribute. Plus 1 Stärke und Ausdauer. Kostet 500 noch was. Und die kosten direkt, warum? Ja gut, die haben höhere Schutzwerte. Aber ansonsten ist es ja völlig absurd. Das macht gar keinen Sinn. Das ist komplett zu viel. Ich weiß nicht, was los ist. Ich kann ja mal gucken, was ich so habe. Ich sortiere mal meinen Inventory nach Wert. Die Minigun hat einen Wert von 100. Das ist das teuerste, was ich mit mir rumschleppe. Ja, das ist ja alles Quatsch mit Soße. Also ich würde erstmal Folgendes machen. Ich gehe mal wieder raus.
Dann ziehe ich mein Charisma-Outfit an. Dann kriege ich noch bessere Preise. Ich weiß aber nicht, wie viel bessere. Aber wenn ich jetzt sage, ich ziehe mal meinen Charisma-Hut an und meinen sauberen blauen Anzug. Jetzt habe ich quasi, was haben wir denn jetzt? 12, 13 Charisma oder so? Da, 12 Charisma haben wir jetzt. Also wir kriegen jetzt noch bessere Preise. Und wir können auch nochmal leveln. Wir können das Level auch aufsparen und abwarten, ob wir das gleich mal brauchen für Schlossknacker oder für Hacker. Können wir das überhaupt noch machen? Er fördert Level 18. Das können wir nicht machen. Das können wir das nächste Mal machen. Können wir uns theoretisch aufsparen. Wir könnten... Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Mehr Munition. Wir könnten... Das hier machen. Nicht automatisch. Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Wir benutzen das schon relativ viel, diese Pistolen. Für den Moment zumindest. Das ist auch geil, genau. Nicht automatische Gewehre verursachen 20% mehr Schaden. Finde ich auch mega nice. Auch interessant für Vets. Spielen wir gerade noch nicht. Waffenfabrik, genau, das ist auch für die Mods sehr, sehr gut. Das ist alles, wir wollen alles haben. Pass auf, wir machen, vielleicht ist das sogar noch besser. Zu Beginn des Spiels, damit wir immer genug Munition finden. Doch, das macht auch, weil wir so viel Munition immer, das ist schon wichtig. Ich nehme das jetzt. Ist unspektakulär, wirkt jetzt nicht so geil, aber mehr Munition ist wichtig. Und das nächste Mal machen wir vielleicht Pistolen 20% Schaden, was ist ja schon eine Menge. So, jetzt. Reden wir nochmal mit ihm. Hey, Lucas. Meine Rüstung haben schon viele Ödländer gerettet. Genau. Dann lass mal sehen, was du so hast. Guck mal, wie wir aussehen. Super, nur das, oder? Was du hier siehst. Wir sind richtig, richtig schön. So, jetzt kostet der nur noch 428 Mark. Stärke und Ausdauer. Champion Left Arm. Das können wir machen. Ich mach das jetzt einfach. So, Frage ist, habe ich irgendwas, was ich ihm verkaufen kann? Das wollte ich nochmal sortieren nach Wert. So, was können wir verkaufen? Ehering, lol. Nein, natürlich nicht. Todeskrallenfleisch, 65 Mark. Ja, ich meine, wir wollen ihm ja auch ein bisschen Geld wieder abnehmen. Die haben ja immer alle nur bestimmte... Ich weiß nicht, ob man... Nee, die verkaufe ich nicht. Ah, so ein Protektron-Modell? Ja, können wir, glaube ich, auch verkaufen. Dann, was haben wir noch? Die Kronkorkenmine kommen. Ja, die verkaufen wir auch. Werden wir vielleicht gar nicht nutzen. Weil, warum mache ich das? Weil der hat halt ein bestimmtes... Der hat eine bestimmte Anzahl Caps. Und die will ich ihm ja abnehmen. Ich frage, warte mal. Ist das noch dieselbe, die... Ja. Plus 260. Okay, ja genau. Das heißt, wir können noch ein bisschen mehr verkaufen. Vielleicht die Minen. Ah, genau, diesen ganzen Scheiß. Genau, das hatte ich ja immer. Die Zigaretten, genau. Da, Zigarrenkiste. Bam. Die ganzen Sachen habe ich ja alle mitgeschleppt. Jawohl. Deswegen habe ich die alle... Genau, und das Geld vor allen Dingen auch wollte ich... verkaufen. Das hier, vergoldetes Sturmfeuer. Jawohl, guck mal, damit werden wir das hier bezahlen. Hier, Silberschale, bam. Schachtel da hier, die Zigaretten, alle. Ja, hier, ne, 7. Genau. Dann. Ja, geil. Vorkriegsgeld, bam. So, jetzt kriegen wir nämlich schon Kohle. So sieht das nämlich aus. Dafür habe ich die alle mitgesammelt. Guck mal, wir können sogar vor wichtigen Verhandlungen nochmal so einen Gwinnett Stout trinken. Da haben wir noch mehr Charisma. War's das schon? Ne, hier, da. Silberware können wir auch loswerden. Jo. Gut, das heißt, wir kriegen 58 Mark.
Ja, ich glaube, dann sind wir fertig. Dann drücken wir R für annehmen. Bestätigen. Haben wir sogar noch ein bisschen Geld gemacht. Tschüss. Ja, er wundert sich auch, ne? Er denkt, hä, wie kann das sein? Aber der hat auch wirklich viel Stuff jetzt von uns gekriegt. So, jetzt haben wir Champion Left Arm. Haben wir dauerhaft Stärke und Ausdauer verbessert. Und können natürlich das Left Arm, oh, das ist hier sogar Englisch natürlich jetzt, Champion Left Arm. Das können wir auch umbenennen, aber ich glaube, das müssen wir an der Werkbank machen. Ja, müssen wir an der Werkbank machen. Dann ist das ein bisschen einfacher zu sortieren. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das ist das, linkes Bein, rechtes Bein, rechter Arm. Und ich glaube, wir müssen unseren Jumpsuit wieder anziehen. Ah ne, die hatten wir an. Die beiden Sachen. Jo. Genau. Oh, die sind kaputt, oder was? Ja. Das müssen wir reparieren. Gut. Ja, da seht ihr, ist kaputt. Die Beine sind nicht mehr zu sehen. So, jetzt können wir hier, wenn wir wollen, den noch eine Kleinigkeit bauen. Ich weiß ja gar nicht, inwiefern ihr überhaupt Fallout 4 Erfahrung habt. Vielleicht sind ja auch Leute dabei, die noch nicht so viel gespielt haben. Dann können wir den jetzt, können wir mal ein bisschen das Bausystem hier auch zeigen und mal ausnutzen, weil die haben natürlich nur Dreck hier. Das macht viel mehr Spaß mit Mods, haben wir aber gerade nicht, müssen wir mit leben. Und ich guck mal, was wir jetzt am besten, wie wir das jetzt machen. Wir könnten hier einen Zaun legen, um Angriffe so ein bisschen umzuleiten. Oh, ich sehe mich schon wieder eine halbe Stunde bauen jetzt. Das war nicht mein Ziel. Aber wir können, so, wir machen uns erstmal hier ein bisschen Ressourcen. Auch erstmal jemanden, warte, wen können wir denn, der ist Händler, wir haben noch drei Leute hier. Ne, zwei Leute nur, ja, blöd. Ne, drei. Eins, zwei, drei. So, das ist ihr Ehemann, vielleicht auch nicht. Aber den hier. Ich will nur ein bisschen handeln. Warte. Bist du auch ein Händler? Den würde ich jetzt gerne mal losschicken. Oh, wahrscheinlich, das tut mir total leid, aber dein Ehemann. Was hat er denn? Nix. Warte, wie war denn das nochmal? Oder geht das nur über das System? Ich glaube, ah ja, befehligen, genau. Ich befehlige dich. Und jetzt kann ich dem zum Beispiel sagen, er soll hier was pflücken und so. Aber ich will, dass der zu einem anderen Settlement geht, oder geht das noch gar nicht? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Bewegen. Du hast recht. Ich glaube, ich muss da so ein Beacon erstmal bauen. Ja, warte mal, da war was. Der letzte Händler, der hier durchkam, hat mir von der Ghoul-Farm westlich von Salem erzählt. Er sagte, die hätten Teerbeeren in einem alten Swimmingpool angepflanzt. Das hier, Rekrutierungsfunkleitstrahl, genau. Oh, da fehlen mir aber super viel Ressourcen für. Genau, das muss ich eigentlich bauen. Hey, ist doch gut. Schön, ja, dass Sie nach den Ereignissen in Diamond City wieder auf die Beine kommen. Teerbeeren im Swimmingpool. Ah, okay. Warum denn? Also, wir können jetzt hier selber was bauen. Dazu gibt es verschiedene Voreinstellungen. Zum Beispiel entweder Stall, so dass man, also ich kann auch ein komplett fertiges Gebäude sozusagen platzieren, wenn ich will. Oder wir bauen, wir nehmen das hier die einzelnen Wände und bauen frei was. Ich habe meistens damit gebaut, weil das auch vom Material her am einfachsten ist und weil man hier auch relativ viele Möglichkeiten hat. Es ist natürlich aus heutiger Sicht, es gibt viel mehr geilen Scheiß bei Spielen mittlerweile. Hier, das sind so, kann ich mir nicht leisten, fehlt mir Stahl. Na. Aber das sind so Prefixes, die könnte ich jetzt hier errichten. Könnte ich hier irgendwo hinstellen, aber wir können auch sagen, wir gehen erstmal auf Wände und das ist jetzt, warum habe ich hier so Stahl? Ich will doch nur auf Holz, warte mal. Wieso brauche ich so viel Stahl? Oder kommt ein Händler? Na, egal. Wir könnten jetzt das nehmen und dann würden wir, so könnten wir so ein Vorbauen, ne? Wenn wir sagen, okay, hier bauen wir jetzt einen Wall oder sowas, ne? Und dann kommt da niemand durch. Wir können das ja alles auch wieder abbauen.
Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Oder wir können da auch ein Fundament erstmal hinsetzen. Aber das ist nichts Neues. Das kennt ihr ja von allen möglichen anderen Spielen. Was ich aber hier ganz geil finde, ist... So, guck mal, das ist zum Beispiel bei Palworld oder so, hat mich das komplett genervt. Man kann hier halt, auch wenn das in den Boden geht, auf dieser Ebene bleiben. Das finde ich gut. Aber jetzt können wir hier denen das so... warte, wie... drehe ich das nochmal? Gibt es hier eine Taste, mit der ich das drehe? Ich meine es gar, dass das andersrum einrastet. Gab's doch auch. Wie war das noch? Das soll von der anderen Seite einrasten. So halt. Das geht auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, warum man das jetzt nicht macht. Aber ich habe stundenlang diese Siedlung gebaut. Müssen wir jetzt natürlich stundenlang machen. Aber... warte. So. Warte. Hey. So. Jetzt habe ich nichts mehr, leider. Das müsste ich hier Stahl. So, dann hätten wir... Oh, was mich dann massiv nervt, ist, dass ich das hier falsch gedreht habe. So. Das geht natürlich nicht. Kleinigkeiten. So. Dann würde man... Könnte ich jetzt hier komplett eine Mauer drum bauen. Dann gäbe es einen... festen Eingang und dann könnten die Raider da auch gar nichts mehr machen. So, warte, das können wir alles nochmal scrappen hier. Wir machen ein kleines bisschen, bauen wir jetzt mal, weil ich schon wieder in Baulust bin. Ich weiß aber nicht, ob wir genug Metall, das ist Keramik. Wir brauchen Stahl halt. Wenn wir irgendwann diese Siedlungen alle mit Händlern verbinden, dann können wir uns den Scrap, den ganzen... Die ganzen Ressourcen teilen. Können wir jetzt noch nicht machen. So, jetzt habe ich wieder genug. Deswegen ist die Wand aufgeploppt. Hier, das kann ich auch. Das gibt auch ein bisschen Stahl. Ansonsten ist hier nicht so viel zu holen, tatsächlich. Das kann ich auch nicht wegmachen. Aber ich finde, ich glaube auch, dass das... Das sind nicht die Wände, die ich sonst immer hatte. Das sind ja auch Stahlwände. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder kommen die hier noch? Ja, die kommen noch. Ah, okay, da brauche ich auch zwei Stahl für. Für Nägel oder was? Aber die brauchen mehr Stahl vielleicht. Ja, okay, die brauchen vier Stahl. Die anderen brauchen zwei Stahl. Ja, das ist natürlich dann besser. Könnte man das alles einzäunen, wenn man will, hier mit so da... Das ist auch egal, aus welchem Material. Also die Raider können die gar nicht irgendwie überwinden. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Das nervt mich hart. Wir machen das jetzt anders. Ich baue jetzt hier dann eine Verteidigungsanlage. Und zwar so einen Wachposten. So. Den drehen wir rum. Machen den so. Hammer, guck. Perfekt. Und dann haben wir hier, das wäre dann zum Beispiel der Aufgang. Dann können wir... Ah, fehlt mir wieder Stahl, Dankeschön. Mehr geht nicht, brauch Stahl. Dann können wir... hier wieder anfangen. Da die Wände. So, könnten wir auch hier wieder... sagen, okay, zack. Jetzt leider, ich komme nicht tiefer. Ich könnte da jetzt eine Plattform bauen. So sieht das scheiße aus, weil das in der Luft schwebt. Aber könnte man dann halt hier noch weiter zumachen und dann einmal so rum. Aber dafür haben wir eh nicht genug. Reicht, um euch das mal eben zu zeigen. Jetzt habe ich allein aber durch dieses Teil hier schon einen Verteidigungswert. Wenn ich da jemanden raufsetze, muss es auch besetzt sein. Jetzt könnte ich zum Beispiel dem Johnny da sagen. Was ist er denn? Dem Johnny hier sagen, hi Johnny. Zack. Zuweisen. Und jetzt sage ich ihm, er soll da herein. So, jetzt ist er zugewiesen.
Und jetzt haben wir Schutz schon 2, weil das Ding bringt 2 Schutz. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Ort. Hier kann er richtig, hat er richtig guten Überblick. Muss man natürlich hoffen, dass die Gegner dann auch von der Seite kommen. Jetzt haben wir einen weniger, der hier Nahrung bestellt, aber das ist schon völlig in Ordnung. Wenn wir jetzt mehr Stahl und so hätten, könnten wir das auch ein bisschen weiter ausbauen. Das dauert dann auch gar nicht so lange. Ihr bekommt einen Eindruck, wie das funktioniert. Ist ein bisschen umständlich, aber es ist auch schon 10 Jahre älter, alt oder älter. Hier kommen neue Leute schon, oder was ist das hier? Was seid ihr denn für Leute? Kennen wir uns? Sag mir Bescheid, Bewegung, wenn du was möchtest. Du bist tot, Ödländer. Ja, genau, weißt du. Ey, guck mal, in diesem Job bitte. Wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten. Kannst du mal eine Griffel von meiner Power Armor nehmen? So, da kommt schon eine Karawane. Naja, wir müssten jetzt wieder ein bisschen Scrap sammeln. Sag mir Bescheid, wenn du was möchtest. Ja, zu viele Meilen auf der Straße. Ich könnte jetzt auch hier meinen Schrott einlagern. Ich weiß aber nicht, ob ich den hier einlagern will, ehrlich gesagt. Dann ist der nämlich, solange die nicht verbunden sind, gibt's, ja, ich muss ihm noch eine bessere Knarre geben, ne? Ja. Okay, aber ich will jetzt gar nicht so viel bauen. Ich wollte es nur mal zeigen, für alle, die es nicht kennen. Der Goldbarren hat einen Wert von 9 Öcken, oder was? Das ist ja lächerlich. Ich nehme auch mein Scrap mit. Ich will das jetzt gar nicht in dieser Siedlung lassen. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Einmal gucken, ob ich noch genug Material habe für eine oder 2 von Geschütztürmen. Ich befürchte nicht. Stahl, das ist ja lächerlich. Stahl fehlt. Zahnrad. Oh Mann. Ja, okay, können wir nicht machen. Aber die sind jetzt jedenfalls Freunde von uns. Die sind jetzt dabei und das ist super. Die werden eh gleich angegriffen werden und dann müssen wir wieder helfen. Aber bis es soweit ist. Marschieren wir weiter. So, schauen wir mal nach. Wie sieht's aus? Was sagt hier die Phase? Jetzt muss ich wieder mit Preston Garvey sprechen. Naja, okay. Dann hat er wieder eine weitere Aufgabe für mich. Dann machen wir das so einfach. Dann können wir da auch unsere... Doch, wir machen das kurz. Dann reparieren wir da auch unsere Power Armor. Dann machen wir ganz kurz Sanctuary. Ja, das dauert wieder ein klein bisschen. Aber nicht so schlimm wie andere Ladezeiten. Ich lasse meinen Schrott hier. Dann gehen wir hier aus der Power Armor raus. Und reparieren die direkt. Nein. Oh. Falscher Knopf. Wieder aus. So. Craft. Das wollte ich machen. So. Reparieren. Repair. T. Alles reparieren. Ey. Und Repair. Ausrüsten. So, das Ding ist wieder fertig. Sehr gut. Haben wir repariert. Gut. Lass mich schauen, was ich noch hier lasse. Ich glaube schon wieder so ein bisschen viel Quatsch dabei. Was wollen wir hier lassen? Gewehr. Impro-Gewehr. Ja. Jagdgewehr, Lasermuskete. Wie viel habe ich denn von denen? Splittermine brauche ich nicht so oft. Das lassen wir hier. Die. Achso, das ist die mit 14, genau. Ja, können wir einfach alles mitnehmen. Das ist eigentlich okay. Aber bei den Klamotten können wir was hier lassen.
Das hier. Wo ist rechtes Bein? Das hier ist. Nee. Das ist rechtes Bein vermutlich, oder? Text ist zu lang. Ich glaube ja. Dann können wir das hier lassen und. Ja, mehr nicht. Das ist schon okay. Rest brauchen wir. Ja, da lassen wir auch alles hier. Nehmen wir mit. So, gut. Dann drehen wir mal mit Preston Agave. Preston! Ich muss mit dir reden. Hey, die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das weiß ich. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Dankeschön. Ach, übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment Dankeschön. Ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Ja. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Das ist richtig. Ich höre zu. Ich dachte, du wirst es mir schon sagen, wenn du soweit bist. Hast du mal vom Quincy Massaker gehört? Nee. Was ist da passiert? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Nicht aufgeben. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. So ich werde aus. Nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Okay, danke. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Ja. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde das immer an deiner Seite sein. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Scam. General. General? Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Da geht's los. Ja. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Jo, also das ist nämlich genau das Ding, der labert einen die ganze Zeit voll und je mehr Siedlungen man unterstützt, desto häufiger muss man irgendwas machen. Das ist von der Dosierung her viel zu viel und man fühlt sich ständig unter Druck gesetzt, dann da auch hinzugehen und zu helfen. Das ist ein bisschen nervig. Hey. Ansonsten sieht man natürlich auch so ein bisschen rollenspielerisch, dass es ein bisschen oberflächlich ist im Vergleich vielleicht zu Fallout 3 oder New Vegas insbesondere. Weil wir hatten ihm neulich erzählt, wir waren 200 Jahre eingefroren und er wundert sich, dass jetzt wir nichts davon wissen, was dieses Massaker war. Und ja, so ein paar andere Sachen. Auch, dass die Gesprächsoptionen teilweise sich nicht groß voneinander zu unterscheiden scheinen. Die Formulierungen sind vielleicht dann ein bisschen anders. Das eine ist vielleicht ein bisschen unfreundlicher oder so. Aber im Kern sind die alle gleich. Und es gibt nur eine Illusion von Wahl. Und Fallout, finde ich, hat sich schon auch dadurch ausgezeichnet, dass man seinen eigenen Weg gehen konnte. Ne? Es gab ja auch dieses Karma-System bei Fallout 3, dass man, wenn man gut gespielt hat, dann war man im Wasteland bekannt als Wohltäter und dementsprechend haben die Leute auch auf einen reagiert. Das ist alles so ein bisschen dünn geworden. Machen wir hier einfach ein paar Ressourcen, die wir dann im Workshop haben.
Wenn wir dann irgendwann die Siedlung verbinden, dann sind die überall. Warum mache ich das? Ich weiß auch nicht. Einfach weil ich ein bisschen aufräumen will. Ey, was habe ich jetzt hier gemacht? Was ist das? Gut, das kann so bleiben. Das mache ich weg. Alles weg. Alles weg, alles weg. Okay, weg. Bisschen Stahl. Weg. Ja, wohl, das kann hier bleiben, meinetwegen. Oh, Babybett. Badewanne. Weg. Gibt alles ein bisschen gutes Grundmaterial. Alles in die Werkbank. Heizkörper, der nicht mehr heizt. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sachen, um vielleicht noch Verteidigungstürme oder so zu errichten, damit wir hier nicht ständig angegriffen werden. 15 Schuss, Schutz ist schon grundsätzlich okay. So. Bist du Team Fallout 3 oder Team New Vegas? Also ich glaube schon, dass New Vegas in gewissen Aspekten das bessere Rollenspiel ist. Aber Fallout 3 habe ich halt zuerst gespielt und ich liebe Fallout 3. Deswegen kann ich nicht was anderes sagen als Fallout 3. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, dass das viel von den... Ich räume hier schon wieder auf. Von den Sachen, die Fallout so ausgezeichnet haben immer, dass man die halt auch in New Vegas findet. Und dazu zählen genau die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, dass es eben sehr coole Dialogoptionen gibt und dass man das Gefühl hat, dass das, für was man sich entscheidet, dass das auch wirklich einen Unterschied macht. Es gibt da diese verschiedenen Fraktionen, wie man sich dann mit denen stellt, ob es jetzt die Caesar's Legion ist oder Enclave und so, das ist schon, das fühlt sich schon sehr gut an. Warum habe ich das jetzt gemacht? Aber es war auch, finde ich, sehr verbuggt zu Beginn, so muss man auch mal sagen. Und ich mag grundsätzlich lieber den dieses urbane Washington gefällt mir besser vom Setting her im Vergleich mit dem dieser New Vegas Welt, wo es viel so Wüste und so ein Kram gibt. Genau, da bin ich mehr Fan von Fallout 3. Okay, let's go, komm. Was mache ich hier? Ich sammle ein bisschen Rohstoffe. Wir wollten jetzt uns mal eben auf der Karte ansehen, wo jetzt da ist Oberland Station, genau. Das heißt, wir können bis da und dann sind wir auch eh bald bei Diamond City, das ist okay. Den Weg müssen wir eh gehen. Dann machen wir einen kleinen Abstecher nach Oberland Station. Gibt das Gerücht, dass Bethesda auf Wunsch von Microsoft ein Fallout-Spin-Off zulässt und Obsidian hat noch immer ein geheimes Spiel in Produktion? Ja, wie findest du den Vierer im Vergleich zu 3? Ja, also, 3 finde ich... Mir gefällt bei 3, wie gesagt, dieses Karma- und Dialogsystem besser. Du hast schon bei Fallout 4 das Gefühl, dass viele Dinge, die du... Habe ich überhaupt mein... Ach, du grüne Neune. Ich habe meine Power Armor vergessen. Oh. Wir haben die Power Armor vergessen. Egal. Was wollte ich sagen? Genau, dass du halt dass es auch einen Unterschied gemacht hat, wie du aufgetreten bist. Und bei Fallout 4 ist halt dieses Dialogsystem und die rollenspielerische Tiefe nicht so gegeben. Das finde ich schon wichtig. Aber ich finde bei Fallout 4 dieses Bauding, das spaltet die Gemüter. Ich finde das halt mega geil, wenn man das, wenn es ein bisschen mehr Sinn ergeben würde, sich das den Stress zu geben. Leider ist das halt relativ überflüssig und nicht zu Ende gedacht.
Aber ansonsten finde ich die Idee super, dass man so geile Bases errichtet und die verteidigen muss. Das ist so geil. Aber ich würde mir schon wünschen, dass man zum Beispiel das so macht, ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, wie es für mich Sinn ergeben würde, wenn du dich einer Fraktion zuordnest. Und es gibt ja hier so viele Fraktionen. Brotherhood of Steel, Minuteman, Railroad Institute. Und wenn man sagt, okay, ich bin jetzt für eine dieser Fraktionen unterwegs und ich baue überall im Wasteland diese Siedlung aus, dann könnte man sozusagen, okay, sagen, ich nehme für diese Fraktion das Gebiet in Besitz, dass man dann bestimmte Distrikte, wie früher so mit einer Burg, ein gewisses Gebiet als erobert betrachten kann, weil dieser Siedlungsausbau dann einem eine Herrschaft gibt über ein gewisses Gebiet. Und dann kannst du halt wirklich für deine Fraktion diese Gebiete in Anspruch nehmen, kriegst dann vielleicht Geld in Form von Steuern, Handelsvorgänge werfen dir dann Geld ab oder so Ressourcen. Und vielleicht kannst du dann auch einzelne Gebiete erobern, wo dann zum Beispiel eine Eisenmine ist oder eine Stahlmine oder eine Stahlmine wird macht keinen Sinn, aber ein Stahlwerk oder irgendwas anderes, irgendwie ein Holznachschub, weil da Wald ist oder whatever. Und du kriegst dann irgendeine Form von Einkommen für diese Ressourcen, mit denen du wiederum andere Sachen ausbauen kannst. Und dann erschließt du dir das Wasteland, nimmst es in Besitz für deine Fraktion. Dann würde es auch Sinn ergeben, dass immer mal wieder Angriffe von anderen Fraktionen kommen auf diese Siedlung, die du dann abwehren musst. Und es würde wirklich einen Sinn ergeben, darauf aufzupassen und die geil auszubauen. Und dann darüber kannst du ja immer noch diese ganzen anderen Sachen machen. Aber dann, so wie es jetzt ist, ja, es ist halt ein bisschen verschenkt einfach. Oh, wer bist du? Lange braune Lumpen der Kinder von Atom. Oh, geil. Children of Atoms. Okay. Hallo? So. Ja. Wollen wir das haben? Eine Tasche? Oder können wir uns mal reinhacken? Wir können es ja einmal richtig spielen, wie es gedacht war. Dann nehmen wir hier erstmal diese Klammern. Das dauert jetzt schon länger als das System, was man macht, wenn man einfach nur rein-raus-Spielchen betreibt. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt haben wir ein paar Falscheinträge entfernt. Ach, so. Ach, sind die Versuche zurückgesetzt? Das kann man auch machen, stimmt. Ich glaube, die eckigen Klammern setzen die Versuche zurück. Das hier, glaube ich, ne? Ja. Das, so kann man das auch spielen. Was hatte ich jetzt gesagt? Jetzt habe ich schon wieder das Wort nicht mehr gesehen, was ich benutzt hatte. Ich glaube, Change oder was war das? Weiß ich nicht mehr. Also, machen wir mal so. Groups, Treffer 0. Throws hat... Kann es nicht sein. Opened. Könnte es sein. Ein Treffer mit Opened. So, jetzt könnten wir sogar wieder hier die Treffer nochmal zurücksetzen. Nee, Falscheintrag entfernt. Also ihr seht, es... Man kann sich da reinarbeiten, aber es dauert halt einfach ewig, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Hidden könnte es wahrscheinlich sein. Ist es nicht. So, und jetzt muss ich rausgehen oder gucken, dass ich irgendwo noch eine Klammer finde, die meine Möglichkeiten resettet. Und ihr seht, das dauert richtig lange. Und je länger die Wörter sind, desto länger dauert das auch. Guck mal, da ist noch was. Falscheintrag entfernt. So, jetzt... So, jetzt habe ich super viel Zeit investiert, aber ich muss eh nochmal rausgehen, von daher. Ja, das ist auch ein bisschen blöd. Bin kein Fan davon, sich das Leben so leicht zu machen in dem Fall. Aber es geht einfach schneller. In aller Regel. Manchmal auch nicht. In dem Fall vielleicht gerade nicht. Vorführeffekt. Okay. Okay.
Okay, jetzt dauert es tatsächlich länger. Was soll das? Das wär's. Ja, so haben wir's. Ah, okay. Hier geht's um die Children of Atom. Gepriesen sei Atom! Unsere Pilgerreise ist zu Ende. Er hat uns mit einem Ort voller strahlender Macht gesegnet. Diese heilige Ruhestätte der Brüder Jalbert wird unsere Mission werden. Hier werden wir Atom einen Schrein errichten. Wir sind wahrlich gesegnet. Eine Gruppe Philister kam zu uns. Mit Versprechen froher Kunde haben sie ihre Waren präsentiert, wie billige Huren. Wir haben ihr Spiel durchschaut. Sie meinten, sie wollten mit uns handeln, aber sie hatten nur Lügen und Versuchungen zu bieten. Aber wir blieben Atom treu und badeten die Ungläubigen in glorreicher Strahlung. Sie sind bei Atom, jetzt und immer da. Der Schrein, oh der Schrein! Wir sammeln Atoms Macht aus Fässern und den Maschinen, die einst die Autos der alten Welt antrieben. Wir sind nur jämmerliche Arbeiter, keine Künstler, aber unsere Ergebenheit spiegelt sich im Schrein wieder. Endlich gibt es einen Ort für alle Gläubigen, an dem sie sich versammeln und beten können. Gepriesen sei Atom. Ja, ich will eigentlich noch den Safe ran. Ja, das ist auch so eine Fraktion, Children of Atom, die kennt man ja auch aus Fallout 3. Da sind die in Megaton und beten so eine Bombe an. Hä? Warten Sie kurz, ich habe den Safe doch gerade geöffnet. Was soll das denn? Hallo? Ah, doch nicht. Ich wollte nicht hier unnötigerweise. Okay, das war jetzt nicht so spannend. Wir müssen mal schnell. Da gab es nämlich ordentlich Radioaktivität. Einmal Red Away schlucken. Und dann essen wir noch irgendwas Schönes. So. Okay, noch irgendwas Geiles ansonsten hier. Und das ist auch wieder so eine geile Gruppe, weil die natürlich erstmal völlig absurderweise glauben, oder vielleicht ist es auch ganz absurd, wenn man das mit heute sieht. Und vergleicht das an, was die Leute heute so glauben. Aber die glauben halt, dass die Radioaktivität was Heiliges ist und baden wirklich dann in Strahlung. Die sterben ja dann teilweise auch nicht, ne? Das ist ja das Interessante, die überleben ja auch irgendwie. Die haben sich daran gewöhnt. Oh, Kronkorken. Goldruhe. Aber irgendwas hat sie vernichtet. Oh. Schau. Ist das schon die Bruderschaft? Ich glaube, jetzt muss ich das Radio wieder anmachen. Das hatten wir nämlich ausgestellt. Vom Aufklärungsschub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Ja. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Oh, hier ist Grey Garden. Achso, hier kann man auch geil bauen. Oh, die habe ich auch richtig ausgebaut. Hallo, hier gibt es nämlich super viele Essenssachen. Ah, hier waren nur die, stimmt, hier waren nur die Handys, glaube ich. Hier waren nur die Roboter. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Ah, war das nicht hier? Hier ist Geläte Helen. Bring mir ein Vermutervirus für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Autorisierung also, ab mit dir. 9, 5. Aufseher Brown. Unsere bereit, die Mutterviren abzugeben? Wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position. Ja, ich nehme die Kronkorken. Ah ja. Ja, ist doch geil. Ich kann dem ja wahrscheinlich auch seine eigenen klauen. Nachricht wird wiederholt. Tato. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungsschub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Ah, was haben wir denn hier? Wir erbitten Abholung. Achso, ich darf hier nicht klauen, alles klar. Am ist der Handy da ist die Werkstatt.
Aber ich kann mich hier verbünden. Ich muss nur für die auch irgendwelche Quests natürlich erledigen. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Muss ich mit dem Aufseher, aber ich kann dem seine eigenen... Ich kann dir hier klauen und dann verkaufe ich sie. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Also ich nehme mir die Bären und verkaufe sie dem zurück. Was sehr lustig ist. Mir auch ein bisschen leid tut, aber... aber wie war das hier nochmal? Mit wem musste ich denn... Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Auch sehr wide. Dies ist die erste und einzige Kultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Dieser Ort wirkt vertraut. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position. Der Ort kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe mal einen Beitrag darüber gesehen, vor dem Krieg. Ja, der Bau wurde nur wenige Tage vor dem Krieg beendet. Wir konnten nur überleben und unseren Betrieb fortsetzen, weil unser Erschaffer uns vollkommen autark gemacht hat. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Das Genie hat recht. Ich erinnere mich an ihn. Oh. Ich erinnere mich an ihn. Er war einer der leitenden Ingenieure von Robco. Aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Das ist schon das zweite Mal, dass du erwähnst, dass du dich an etwas aus der Zeit vor dem Krieg erinnerst. Ich glaube, du bist etwas verwirrt, Liebling. Du kannst zu dieser Zeit nicht am Leben gewesen sein. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Das Radio nervt im Hintergrund ein bisschen, ne? Ja. Ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Gut. Das Wasser? Es ist schrecklich. Das ist es. Ach, soll ich für die einen Wasseraufbereiter bauen oder irgendwas? Geringer Druck. Hohe Strahlen. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen. So, da kommt die Mission. Könntest du uns vielleicht helfen? Natürlich. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schande. Redness fragt, spielst du voller Next-Gen-Update oder ohne mit Update? Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Flirtet die mit uns? Unsere Einheit hat Verluste erlitten. So, was am Marsch? Wir haben kaum noch Vorräte. Wir machen erstmal hier das Radio aus. Wir wissen eh noch nicht, ob wir mit der Brotherhood of Steel überhaupt zusammenarbeiten wollen. Das ist die andere Mission, oder? Die ist voll weit weg. So. Wisst ihr, was ich meine? Wir machen mal eine kleine YouTube-Pause. Wir reparieren hier natürlich gleich die Wasseraufbereitung. Müssen wir mal angucken, wo das ist. Genau, hier ist es nicht. Machen wir gleich. Für den Moment, kleine YouTube-Pause. Das war eine weitere Folge Fallout 4. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was liebt ihr an der Fallout-Welt? Wie wäre euer perfektes Fallout 5 oder Fallout 4 gewesen?
All das und noch viel mehr. Tippt es mir hinein. Ich lese es. Bis zum nächsten Mal, wenn Wilbald das Wasteland aufräumt. Tschüss, noch wiedersehen. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout.